IC Köln-Dresden um 8:01 Uhr und 10 Sekunden. Fahren Sie diesen Intercity in Richtung Dresden, Baureihe 101, 431,4 Tonnen schwer, 8 Wagen und 202,2 Meter lang auf der Strecke Riesa-Dresden Hauptbahnhof. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Wir beginnen und müssen natürlich hier erstmal den Richtungswende einstecken und nach vorne verlegen. Da müssen wir die Türen öffnen. Zuglichter ein. Zack. 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 Aufstehen. Zugsicherungssysteme einschalten. So. Da müssen wir das einschalten, uns wieder auf unseren Sitz setzen. Wir können noch die AFB einschalten. AFB, So. AFB, AFB. Diese auf 40 km/h schalten. So, und dann könnten wir uns eigentlich nach draußen begeben. Und ihr seht's, der Zug kütt. Kölntourismus.de, Reise gewinnen. Wunderschön. Da steht da Dresden Neustadt, Dresden Hauptbahnhof und Dresden Hauptbahnhof. Ihr seht's, IC 2044. So, und auf geht's, würde ich sagen. Lösen die Bremsen und setzen uns in Bewegung. Können es befreien. An diesem frühen Samstagmorgen des 7. Januars 2023. Und können es dann natürlich hier auch schon weiter aufschalten. Ich finde, wir sollten auch das Licht ein wenig. Wunderschön in den Sonnenaufgang rein. Wunderschön. Es wird jetzt langsam Tag. Da kommt noch eine schöne Hamsterbacke. Der Zug kütt nach Dresden Hauptbahnhof. Und noch scheint alles wunderbar zu funktionieren. Hoffen wir, dass es so bleibt. Sieht ein bisschen bewölkt aus, wenn ich mich nicht irre.
Eieiei, wir haben rotes Signal. In 2, noch was Kilometer. Das heißt, wir werden hier schon mal ein bisschen vorbremsen, würde ich sagen. Jetzt ist grün, sehr schön. Und ich habe gerade noch gesagt, hoffen wir, dass es so bleibt. Und schon fangen die ersten Probleme an hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Noch ist grün. Ich hoffe, das bleibt auch so. Schauen wir einfach mal. Zochküt. So, dann dürfen wir auch gleich 130 fahren. Sollen wir ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen hier. Übrigens, falls ich euch das noch nicht gesagt habe, frohes neues Jahr 2023 an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Die erste Woche im Jahr haben wir ja schon wieder um. Und der Alltag hat uns wieder. Jetzt geht es darum, das Jahr wieder einigermaßen vernünftig und gechillt und hoffentlich besser als das letzte Jahr rumzukriegen. Schauen wir mal, wie das Jahr so wird. Hoffen wir von allem Schlechten etwas weniger, bis gar nichts mehr und von allem Guten mehr. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Fahrplan, um mal in der Bahnsprache zu bleiben. So, dann dürfen wir endlich 130 fahren. Sehr nice. Gleich 160.
So, und zack, 160. Traumhaft. So, und die Sonne geht auch immer mehr und mehr auf. Aber was dieses eine rote Signal zu bedeuten hatte, ist mir auch noch nicht ganz klar, weil anscheinend ist das Problem, was sich dahinter verborgen hat, beseitigt. Weil im Moment haben wir grüne Welle und ja, schauen wir mal, ob das so bleibt bis Dresden-Neustadt oder ob wir da noch die ein oder andere Überraschung zu erwarten haben. Man weiß es ja nicht. Da hinten seht ihr die Sonne, wie sie langsam durch die Bäume scheint. Die kämpft sich durch und wird dann gleich, ja, ich denke mal so in 10, 15 Minuten circa, wird sie es dann auch geschafft haben, uns das natürliche Licht zu bringen. Wunderschön, diese goldene Färbung am Himmel, einfach nur wunderschön. Ich liebe es, ich liebe Sonnenaufgänge einfach, aber noch viel schöner sind Sonnenuntergänge, muss ich auch sagen. Also es gibt nichts Schöneres, es ist einfach wunderschön. Jetzt müssen wir bremsen. Und zwar ganz massiv. 120. So. Dann gleich noch 20 Kilometer bis Dresden-Neustadt.
Wunderschön. Wunderschön. So, dann gleich 140. Dann haben wir es doch schon fast geschafft. Und 160. Es ist übrigens der IC von Köln nach Dresden. Also praktisch sind wir jetzt auf der Endstation. Oder auf der Fahrt zur Endstation. Dieser Zug macht in Dresden Kopf und fährt dann wieder zurück nach Köln. Beziehungsweise... Kopf kann er nicht machen, weil er keinen Steuerwagen hat. Das heißt, er muss ja die Lok umsetzen. Hinten seht ihr die Sonne jetzt schon viel, viel deutlicher.
So, es dürfen wieder 160 anscheinend. Und gleich wieder 130. Was ist das denn für ein Blödsinn? So, mittlerweile hat die Sonne dann doch schon ein ganzes Stück nach oben geschafft. Jetzt dürfen wir wieder 160. Was geht denn jetzt hier ab? Naja, jedenfalls sind es jetzt noch 8,5 Kilometer. Da stand nun IC2, habt ihr es gesehen? Da im Dunkeln. So, nicht mal mehr 3 Minuten sollen wir in Dresden-Neustadt sein. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Könnte knapp werden. Da steht wieder ein IC2. Auf jeden Fall nähern wir uns mit Riesenschritten der 80 km/h. Ich denke mal, so ab 3 Kilometer werde ich dann die AFB herabsetzen. Auf diese geforderten 80. So, 2,3 Kilometer noch. Ist jetzt vielleicht ein klein bisschen zu früh mit den 80, aber diese 1,5 Kilometer ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so tragisch. Besser zu früh als zu spät, ist meine Meinung. Weil zu spät hat meistens der Zwangse zur Folge und das kostet viel mehr Zeit als das hier, würde ich sagen.
werden es sowieso nicht pünktlich schaffen. Aber dann ist dem halt so. Oh, IC3, sehr schön. Zugbeeinflussung. Da wären wir. Zwar 2 Minuten später als geplant, aber da kann man leider nichts dran machen. Zwei Minuten ist bei der Bahn fast gar nichts. So, da wären wir. In diesem frühen Morgen ist hier natürlich überhaupt nichts los. Wie ihr seht, alle Bahnsteige leer. Aber auch wirklich alle. Hinten qualmt's. Verriegeln die Türen und begeben uns auf dem letzten Weg bis nach Dresden Hauptbahnhof. So, dann haben wir gleich 60. Ich habe nicht zu viel versprochen, der Zug kütt nach Dresden Hauptbahnhof. Wunderschön, wie wir uns hier durch den Dresdner, ja, durch die Dresdner Hauptbahnhof Umfeld, sage ich jetzt mal, bewegen. Vorfeld. So, hier heißt es quittieren. So, 85, ich denke, das kriegen wir hin.
Bin dann mal gespannt, wie das jetzt wieder mit diesem 500-Hertz-Magnet abläuft. Ist da wieder eine Zwangsekassier? Ich weiß leider überhaupt nicht, woran das liegt, muss ich echt sagen. Diesmal hat es funktioniert. Ich habe zwar ein paar Mal auf die Tasten gedrückt, aber es hat funktioniert. Darum geht's. Keine Zwänge, das ist doch mal sehr schön. Nee. Ernsthaft jetzt wegen 2 Meter. So. Da wären wir. In Dresden Hauptbahnhof. So, was jetzt? Soll ich die Tür schließen oder? Ja, anscheinend. Dresden-Neustadt, Dresden-Neustadt, Dresden-Hauptbahnhof. Ziel erfüllt. Ich bin mal gespannt, ob wir Gold bekommen. Tatsache, obwohl ich zu spät bin. Ja, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Habt noch ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt hier in Dresden aussteigen, auf meinen Zug an die in den Feierabend warten und ja. Der Zug fährt weiter, wahrscheinlich in die Abstellung. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich habe meinen Job erledigt. Das wollte ich noch sagen. Schauen, was hier noch so einfährt. Bitte nicht einsteigen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also der Zug fährt in die Abstellung.
Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedeni Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.